Herzlich willkommen zur heutigen Tagesenergie mit Medium, Intuitivheilerin und Seelenschamanin Britta C. Lambert. Bitte höre dir diese Botschaft bis zum Schluss an, hier bekommst du weitere Hinweise von mir. Fühle dich nun motiviert und inspiriert, dein volles Potenzial zu entfalten und tauche nun hinein in die Energie des Tages. Aloha zu unserem Tagesimpuls vom 17. August. Schauen wir uns die Tagesenergien für heute an. Das erste Siegel, was auftaucht, ist Ayuna. Dann haben wir Anina. Und dann haben wir heute wieder Balanda. Ja, heute ist ein wunderbarer Tag, ein ganz einfacher, wunderbarer Tag. Es geht letztlich darum, dass wir uns bewusst machen dürfen, dass wir diese Illusion des Getrenntseins von anderen Menschen, von der göttlichen Quelle, von unserer inneren Stimme, ja, von allem überwinden dürfen, um wirklich in dieses Einheitsbewusstsein, in dieses Ich-Bin-Bewusstsein zurückkehren dürfen, um das wirklich zu leben. Und wenn wir in diesem Bewusstsein sind, dann hat es Auswirkungen auf unsere Beziehungen, dann hat es Auswirkungen wirklich auf das Du. Und es ist eine Zeit, in der wir gerade sind, in der ja fast schon eine Spaltung der Gesellschaft stattfindet. Ja, diese unterschiedlichen Meinungen, es gibt neue Begriffe, die eingeführt worden sind in dieser Zeit. Ja, und wo ganz viel Intoleranz und Unverständnis und auch Angst da ist, weil sich Menschen eben anders verhalten, als man sich das wünscht. Wie, wann wachen denn die Schafe auf oder die potenzielle Gesundheitsgefahr? Es geht wirklich absolut rund, ja, und dieses, warum versteht er das nicht? Ich bin dieser Gruppe nicht mehr zugehörig oder es ist Spaltung, es ist wirklich Spaltung. Und Spaltung ist nichts, hat nichts zu tun mit dem, was die göttliche Liebe ist. Und ein Stück weit muss wahrscheinlich einfach diese Spaltung stattfinden und diese ganzen Schatten in unser Bewusstsein kommen, damit sie wirklich in die Transformation, in die Erlösung und letztlich wieder zurück in die Einheit kommen, damit das große Ganze sich über sich selbst in eine höhere Stufe hinaus erhebt. Und Ayuna hilft uns dabei, diese Illusion des Getrenntseins zu überwinden. Und zwar vollumfänglich. Ayuna hat ein solches Potenzial. Es trägt wirklich diese Heilfrequenz in sich, wenn ich Seelenanteile in vergangenen Inkarnationen verloren habe, wenn ich Seelenanteile in mir trage von anderen durch Tötungsdelikte in anderen Inkarnationen, dann hilft Ayuna, diesen Austausch vorzunehmen. Wenn jemand mit der verlorenen Zwillingsthematik zu tun hat, dann hilft Ayuna wirklich, diese Trennung wirklich aufzulösen und wieder in die Einheit und in die Liebe zurückkehren zu können. Wenn beispielsweise ja, aufgrund eines Traumas in diesem Leben ein Seelenanteil verloren gegangen ist, dann bringt Ayuna diesen wieder zurück in die Einheit. Wenn ein Seelenanteil geklaut wurde, kann auch mal passieren, dann bringt Ayuna diesen wieder zurück in die Einheit mit der Seele. Ayuna bringt uns zunächst in die Einheit mit uns selbst, in die Verschmelzung mit unserem Seelenbewusstsein und dann in nächster Instanz mit unserem Ich-Bin-Präsenzbewusstsein. Ganz kurz nochmal, für mich ist die Seele die Summe an Erfahrungen, die wir in allen Inkarnationen, ob als Mensch, als Tier, als Mineral, als Deva, als Elfe, als Sternensaat gemacht haben. Und das Ich-Bin, die Ich-Bin-Präsenz, die Monade ist für mich der Bewusstseinsanteil von mir, der niemals vergessen hat, dass er göttlich ist, der diese Illusion der Trennung nicht in sich trägt. Und dieses Bewusstsein zu aktivieren, dass alles mit allem verbunden ist, dass wir immerwährend mit der göttlichen Quelle verbunden sind, dass wir nicht getrennt sind von uns selbst, aber auch eben nicht von Menschen, die wir lieben und auch nicht von Menschen, die wir hassen, die wir ablehnen, dass letztlich alles eins ist. Der Aluhutträger genauso wie der Corona-Gläubige, wie man diese ganzen Begrifflichkeiten eben nennen möchte. Alles ist als, alles ist mit allem verbunden und entstammt aus derselben Quelle. Und wenn wir nur in dieses Bewusstsein gehen, dann hat natürlich auch, es ist sehr viel leichter, einfach Mitgefühl zu üben, weil in jeder Inkarnation spiele ich eben ein anderes Spiel und drücke ich etwas anderes aus. Und letzten Endes dürfen wir uns bewusst machen, dass wir nicht getrennt sind, dass wir niemals von der göttlichen Liebe getrennt sind, auch wenn sich das im Moment vielleicht alles andere als so anfühlt. Und dabei unterstützt uns eben Ayuna. Und Anina hilft uns auch heute wieder, wie auch gestern, wirklich vollumfänglich
dieses Bewusstsein der Einheit ja hier auf dem Planeten Erde zu leben, in meinem Seelenbewusstsein zu leben, in meinem Monadenbewusstsein zu leben. Es ist die göttliche Urkraft, das vollkommene Licht, das alles, was ist, in freudiger Verschmelzung mit dem Kosmos. Und wenn wir in dieses Bewusstsein gehen, dass wir das All-Eins-Sein, was wir sind, auf dem Planeten Erde erden, dann erden wir eine solch kraftvolle Lichtsäule und dann hat das natürlich einen Beam, ja, in die Welt, dann hat das eine Frequenz, die wir aussenden und andere können sich dieser Schwingung wieder anpassen und eben auch in dieses Bewusstsein gehen, es in ihr Wahrnehmungsfeld bringen. Und das hat natürlich massive Auswirkungen darauf, wie ich dem Du begegne. Ja, und wenn wir von der neuen Zeit sprechen, wo ja Zeit eine Illusion ist, oder von dem neuen Bewusstsein, von den neuen Dimensionen, die der Planet geht, die wir hier erden wollen, dann ist natürlich auch ganz entscheidend, in welchem Bewusstsein ich dem Du begegne, dem Gegenüber. Erstmal mir, meiner Seele, der Quelle in mir und natürlich auch demjenigen, der sich komplett uneins mit mir anfühlt, indem ich einfach weiß, letztlich sind wir in der Quelle verbunden, alles ist eins. Und wenn ich dann das Gefühl und die Frequenz von Mitgefühl fließen lassen kann, für das Bewusstsein, dass dieser andere, von dem ich mich vielleicht gespalten oder über den ich mich aufrege, lebt, dann weiß ich, dass wir dennoch verbunden sind und dass er einfach das Recht hat, ja, seine Bewusstwerdung auf seine eigene Art und Weise zu vollziehen. Ja, und dieses Bewusstseinsfeld, das All-Eins-Seins und dadurch wirklich die Schwingung des großen Ganzen zu erhöhen, das möchte ich jetzt gerne mit dir und mit allen lieben Verbundenen initiieren. Om Ayuna, Om Anina, Om Balanda, Om Ayuna. Om Anina, Om Balanda, Om Ayuna, Om Anina, Om Balanda, Om Ayuna, Om Anina, Om Balanda. Ich wünsche dir einen wundervollen Tag, voller Mitgefühl, voller Liebe, voller Verschmelzung mit dir selbst und mit der göttlichen Einheit. Bis morgen. Wenn du mehr über die wundervollen und nahezu unbegrenzten Anwendungsmöglichkeiten der 12 Siegel erfahren möchtest, findest du unter diesem Video in der Infobox alle Informationen zu Britas Fernkurs Die 12 Siegel des Metatron. Werde Heiler mit kleinem oder großem H. Erlerne in Britas Fernkurs, wie du die Siegel bei dir selbst und auch bei anderen anwenden kannst. Du erhältst ausführliches Hintergrundwissen und die gechannelte Bedeutung eines jeden einzelnen Siegels. Abonniere jetzt kostenlos und unverbindlich mit nur einem Klick auf Britas Bild den Kanal, denn dann bekommst du automatisch eine Benachrichtigung, wenn Britta neue Videos veröffentlicht. Klicke rechts, wenn du Britas Gratiskurs Warum die Dinge so sind, wie sie sind, kostenlos und unverbindlich anschauen möchtest. Ich wünsche dir nun einen wundervollen, inspirierten Tag.